Willkommen, Leute, zu Minecraft PE Redstone Mechanics, die zweite Folge. Heute werden wir auch etwas Nützliches bauen, womit man auch Verstecke machen kann. Und ja, ich drehe mich mal kurz um. Seht ihr es? Ja, ein Blockaustauscher oder auch Blockswitcher genannt. Ja, ich werde euch zeigen, wie der aufgebaut ist. Der ist wirklich ziemlich kompakt. Und wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, Leute. Da bin ich wieder. Also, ihr habt ja gesehen, ein Blockaustauscher, der ist hier ziemlich kompakt. Es braucht nicht viel Redstone und nicht viel Erfahrung. Sollen wir mal gucken, was der so braucht. 5 Redstone, eine Redstone-Fackel, 2 Verstärker, ein Vergleicher, ein Hebel, 2 haftende Kolben, eine unbestimmte Menge an Blöcken und 2 Dinge, die ihr austauschen wollt. So, dann zeige ich euch das mal, wenn man hier den Hebel drauf drückt. Dann werden die beiden Vergleicher aktiviert. Dieser hier aktiviert sich erst später. Der aktiviert hier diesen Kondensator, der die Fackel ausmacht. Falls ihr nicht wisst, was ein Kondensator ist, so, so und so. Man gibt ein Redstone-Signal rein und wenn es aufhört, bleibt das Signal noch ziemlich lange erhalten. Je mehr Vergleicher man reinmacht, desto länger hält der Kondensator. Ich habe nur einen Vergleicher reingemacht, damit das halt nicht so lange dauert. So, dann beginnen wir mal. Also hier, hier und hier ein Redstone hin. Hier, hier ein Block, hier ein Redstone. Verstärker, Verstärker, den auf volle Stufe stellen. Einen Block, also ein haftender Kolben. Dann kommt hier ein Vergleicher hin, hier ein Block. Eine Fackel drauf, ein Block drauf. Ein haftender Kolben, der fährt sich sofort aus. Dann die beiden Blöcke, die ihr austauschen wollt. Und dann noch die Verkleidung. Dazu geht ihr am besten hier hin, an den Kolben. Geht einmal oben drüber. So. Ihr könnt das irgendwie in eine Ecke stellen oder so. Ihr könnt das auch in die Wand reinmachen. Das ist komplett euch überlassen, aber ich mache das so. Ich stelle das an die Wand. Und ja, dann haben wir es schon fast fertig. Dann fehlt nur noch hier ein Hebel. Ihr könnt auch irgendwie einen Knopf nehmen oder so. Dann wird das halt nur ganz kurz ausgetauscht, aber es funktioniert. So, dann hole ich mir nochmal einen kurzen Knopf. Dann kann ich es euch auch zeigen. So, wenn man das mit einem Knopf austauscht, hat man kurz Zeit reinzugehen, aber es ist wirklich sehr kurz. Nee, ich empfehle es euch nicht. Macht am besten da einen Hebel hin. So könnt ihr Sachen gut verstecken und wenn ihr den Hebel irgendwie versteckt, dann sollte das auf jeden Fall auch klappen. Also, das war's auch schon mit der Folge. Ich weiß, die sind sehr, sehr kurz. Naja, es ist halt sehr leicht zu erklären und auch sehr kompakt, wie man sieht. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nicht zu verpassen. Wir sehen uns in der dritten Folge wieder. Bis dann und tschüss.